Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe Hautnah, Gott mitten im Leben. Akupunktur, Homöopathie, Kinesiologie, Meditation, Naturheilkunde, positives Denken, Reiki, Zen-Yoga, der Markt der alternativen Heilmethoden und Entspannungstechniken ist riesig. Egal ob im Fitnessstudio, in den Medien oder in der Volkshochschule, Angebot und Nachfrage sind stetig wachsend. Aber ist wirklich alles gut, was mir hilft? Und steckt hinter dieser Suche vielleicht noch mehr als nur der Wunsch, sich wohlzufühlen? Diesen Fragen wollen wir uns heute stellen und ich habe zwei kompetente Gäste dazu eingeladen, die mir weiterhelfen. Ich freue mich, dass Sie da sind, Frau Dörflinger. Monika Dörflinger ist staatlich examinierte Physiotherapeutin und staatlich geprüfte Heilpraktikerin und als solche auch tätig in eigener Praxis. Herzlich willkommen. Und Markus Wesch, er ist Prediger und Evangelist und hat an der Freien Theologischen Akademie in Gießen studiert. Herzlich willkommen auch an Sie. Dankeschön. Frau Dörflinger, Sie sind Heilpraktikerin und zugleich Christ. Erzählen Sie doch mal, welchen Reiz dieses Heilpraktiker-Dasein auf Sie ausgeübt hat, sodass Sie das erlernt haben. Das ist eine gute Frage. Durch das, dass ich von der Physiotherapie her kam, war einfach in den Kliniken so dieses Krankheitsbild nicht das, dass man den Menschen behandelt hat, sondern seine Krankheit. Also es hat dann nicht geheißen, ich gehe zur Frau Schmidt im Zimmer so und so, sondern ich gehe zur Hüft-Tep im Zimmer so und so. War für mich einfach zu wenig das Menschliche mit drin. Ich bin dann in eine Klinik gekommen, die sehr viel mit Naturheilkunde gearbeitet hat und das hat mich fasziniert, wie viel man einfach auch mit wirklich alten Rezepten, mit pflanzlichen Mitteln, auch Methoden aus der Naturheilkunde bewirken kann, ohne jetzt die ganz krassen Nebenwirkungen zu haben, wie sie oft bei der Schulmedizin vorkommen. Für mich war das dann so wie mit der Musik. Ich weiß nicht, vielleicht kennen manche noch den Larry Norman, das war der erste christliche Rockmusiker. Der wurde auch sehr oft eben gefragt, wie kannst du so eine Musik machen, ist doch alles ganz schlecht. Und dann hat er mal gesagt, why should the devil have all the good music? Warum sollte der Teufel alle gute Musik haben? Mhm. Und ich denke, dasselbe gilt auch für die Medizin. In der Bibel gibt es einige Bibelstellen, wo Gott tatsächlich auch sagt, man soll die natürlichen Pflanzen, auch die Heilkräfte, die er in die Natur gelegt hat, wirklich ausnützen. Und von daher denke ich, in diesem Berufsfeld ist es ganz gut, wenn es dann auch Christen gibt, die da einfach ja, die Dinge anwenden, die sie für christlich als tragbar sehen und eben manche Dinge nicht. Mhm. Jetzt haben Sie das gerade so gesagt, manche Dinge sind tragbar, manche nicht. Der Markt der Möglichkeiten ist, wie am Anfang dargestellt, ja riesig. Es gibt die unzählige Therapien, Heiler, alternative Methoden, Medikamente. Ist Ihnen das immer leicht gefallen oder fällt Ihnen das bis heute leicht, da zu unterscheiden, was ist gut und was nicht? Ja, also auf den ersten Blick ist es wirklich ein Dschungel. Und wie ich jetzt an die Dinge rangegangen bin, ist zum einen, dass ich geschaut habe, wie sehr ist es denn wissenschaftlich erklärbar oder wie sehr ist es reproduzierbar. Sprich, wenn ich diese Methode an vielen verschiedenen Leuten anwende, kann ich wirklich diese Wirkung erzielen oder ist es nur einmal kurz gelungen? Das andere ist, dass ich mir angeschaut habe, aus welcher Kultur kommt das Ganze? Gibt es da auch ideologisch oder auch religiös Weltanschauungen dahinter, aus denen diese Heilmethode entsprungen ist? Und braucht es diese religiöse oder philosophische Weltanschauung, um diese Heilmethode anzuwenden? Mhm. Und ja, also da kann man dann schon sehr viel einfach sehen, was ist da jetzt wirklich haltbar und was nicht. Und was eben auch die ganz große Mode ist, ist wirklich, mit was wird gearbeitet? Was ist der Adressat? Also wird sich an irgendeine Energie gewandt, an irgendwas Kosmisches, was man einleiten oder ausleiten will? Hm. Oder ist es wirklich einfach anatomisch, physisch etwas, wo man im Körper einfach bewirken will? Ich kann mir aber vorstellen, dass Sie gerade während der Ausbildung oft an Grenzen gestoßen sind oder auch an
Unverständnis von Kollegen oder Ausbildern. Was hat Ihnen da geholfen oder wie sind Sie damit umgegangen, Ihren Weg aber trotzdem straight weiterzugehen? Also ich hatte eine tolle Gruppe von einfach Frauen hinter mir, die sehr viel für mich gebetet haben, die auch kein Blatt vor den Mund genommen haben und immer wieder auch Fragen gestellt haben. Einfach, bringt mich diese Methode vom Glauben weg oder nicht? Weil einfach viele der Methoden, vor allem die aus den asiatischen Räumen, eigentlich zum Ziel haben, eine gewisse Selbsterlösung zu erreichen. Sprich, eigentlich gegen unser christliches, gegen das ganze Christliche stehen. Das Zentrum unseres Glaubens ist, dass wir durch den Tod Jesu erlöst werden. Also ist Selbsterlösung kein Ding für uns. Mhm. Das bringt mich zu Ihnen, Herr Wesch. Sie als Theologe, was würden Sie als Gründe benennen, warum manche alternativen Methoden einfach abzulehnen sind, obwohl sie vielleicht im ersten Moment gar nicht so verhängnisvoll wirken oder man sie sogar vielleicht ausprobiert hat und sie im ersten Moment ganz gut getan haben? Also Frau Dörflinger hat schon einiges angesprochen. Ich würde immer nachfragen, ob bei dieser Therapie irgendwelche kosmischen Energien angezapft werden sollen, ob es um irgendwelche Schwingungen geht, ob es um diese Selbsterlösung geht. Ich selber bin auch der Auffassung, dass diese stoffliche Wirkung, das, was Gott uns in der Natur gegeben hat, sicherlich hilfreich ist. Aber alles, was darüber hinausgeht, natürlich gibt es eine geistliche Welt. Also Albrecht Dürer hat ein Bild gemalt, wo er versucht hat, diese natürliche, sichtbare Welt und die unsichtbare Welt in einem Bild darzustellen. Und was es alles gibt an Dämonen, was er dargestellt hat, und an Engeln und so weiter, das übersteigt unsere Erkenntnis. Ich als Theologe, ich nehme die Bibel, das Wort Gottes, ernst, und es wird an manchen Stellen gewarnt eben vor der Beeinflussung dieser unsichtbaren, auch dämonischen Welt. Und da ist manchmal auch der Grat schon sehr schmal, auf dem man sich da bewegt. Und deswegen würde ich immer mit einer gewissen Skepsis bei alternativen Behandlungsmethoden herangehen und die Dinge schon sehr genau prüfen. Wir reden jetzt so normal über Mächte, Dämonen, unsichtbare Welt. Das ist für manche vielleicht gar nicht so greifbar, was wir damit meinen. Vielleicht können Sie das mit ein paar Sätzen beschreiben, über was genau wir da reden. Ja. Also als Christ gehe ich davon aus, dass es einen Gott gibt und dass es mehr gibt als das Leben hier. Da muss man sich grundsätzlich entscheiden, ob ich mich dieser Auffassung anschließe, aufgrund aller Erfahrung, aufgrund der vielen Fragen, die wir uns als Menschen stellen. Und dann hat Gott uns, davon gehe ich aus, ein Buch gegeben, wo er uns einfach Aufschluss gibt über Dinge, die wir von uns aus nicht wissen können. Für mich heißt Glaube nicht nur ein Fürwahrhalten, sondern das Vertrauen dessen, dass dieses Buch sich bewährt hat und auch im Blick auf solche wesentlichen Lebensfragen Antworten zu bieten hat. Und da gibt es durchaus dieses Gut und Böse. Also wenn Menschen zum Beispiel in Yoga, in der Meditation versuchen, genau das auszublenden, Gut und Böse gibt es nicht im Hinduismus, im Buddhismus. Das ist ja sehr populär und viele schließen sich diesen Auffassungen an. Wenn ich das versuche auszublenden, glaube ich, dass mir ein wesentlicher Teil der Realität, wie ich das erfahre und wie Gott das aber auch in der Bibel darstellt, verloren geht. Da gibt es einen Gott und da gibt es auch einen Gegenspieler. Und der eine hat seine Armee, eine Armee von Dämonen, auf der anderen Seite die Engelwelt. Ich glaube, dass es das gibt, dass es mehr gibt als das, was wir so sehen und alltäglich erfahren können. Jetzt reden wir aber über Entspannungsübungen von Yoga und Nadelstiche bei der Akupunktur, wo wir uns Hilfe erhoffen. Lehnen wir uns nicht ein bisschen weit aus dem Fenster, da jetzt Mächte ins Spiel zu bringen? Ich meine, das wird immerhin in der Volkshochschule angeboten, ist also landläufig gang und gäbe. Ist gang und gäbe, aber nicht alles, was populär ist, muss jetzt auch richtig sein. Also ich würde wirklich auch nach dem Hintergrund fragen, wo kommt das Ganze her? Und wenn es
um traditionelle chinesische Methoden geht, dann hat das ja schon auch seinen fernöstlichen Hintergrund, der sehr alt ist. Und wenn eben dort auch Religionen letztendlich mit zu dem Weltbild dazugehören, die dem christlichen Weltbild entgegenstehen, dann bin ich tatsächlich vom Hintergrund her skeptisch. Ich habe schon manchmal den Eindruck, dass in manchen Kirchen und Gemeinden versucht wird, das, was in der Gesellschaft mittlerweile Anerkennung gefunden hat und was, wie gesagt, sehr populär ist, wo viele drauf liegen, dass man das irgendwie versucht, dann auch in Gottesdienste mit einzubauen. Also es gibt christliche, in Anführungszeichen, christliche Yoga-Lehrer und Ähnliches. Ich weiß nicht, ob man das schon fast als Anbiederung bezeichnen kann. Wir haben ein Weltbild, das vertrauenswürdig ist. Und ich möchte diese Anleihen gar nicht unbedingt, nur weil es irgendwie eine Tradition hat, fernöstlich und damit auch exotisch und interessant ist, für mich so kritiklos übernehmen. Frau Döfflinger, man hört nicht selten, dass Leute sagen, bei Yoga, ich weiß gar nicht, was dahinter steckt, aber die Übungen tun mir gut. Schützt einen da die Unwissenheit? Also ich persönlich würde es niemand wirklich empfehlen, weil per Definition ist Yoga ein achtgliedriger Pfad. Also man muss wissen, im Buddhismus, im Hinduismus ist die 8 die heilige Zahl. Am Anfang, klar, geht viel über Körperarbeit. Aber wenn es schon ein Pfad heißt oder ein Weg, dann führt es irgendwo hin. Und letztendlich das Ziel vom Yoga ist eigentlich die große Leere. Also dass man gefühlsleer wird. Mhm. Weil man muss wissen, hinter dem Ganzen steht diese Lehre der Reinkarnation, dass man immer wieder geboren wird und in jedem Leben quasi für die Fehler des vorigen Lebens büßen muss, bis man eben so vollkommen ist, dass man selber göttlich ist und in dieser Gottheit sich irgendwie auflöst. Und ja, also zum einen muss man einfach sehen, es soll dahin führen. Das andere ist, ich finde es eigentlich traurig, wenn man wirklich dieses Ziel anstrebt, sich zu lehren gefühlsmäßig. Weil das ist eigentlich kein Leben. Also wenn ich mich auch nicht mehr richtig freuen kann. Klar, ich kann mich dann nicht mehr so ärgern, aber es ist ein armseliges Leben. Und entspricht einfach nicht unserem christlichen Bild, wo Christus sagt, er bringt uns die Fülle. Wenn ich jetzt aber über Jahre Yoga gemacht habe, weil es mir gut getan hat, und ich höre jetzt diese Sendung oder sehe diese Sendung, höre das, was Sie sagen, was mache ich denn jetzt? Bin ich unwissentlich belastet? Muss ich jetzt befreit werden? Wie würden Sie das bewerten? Also es ist die Frage, ob ich die ganze Philosophie, die dahinter steckt, mit übernehme oder ob es mir darum geht, körperlich Entspannung zu suchen. Ob das dann anhand dieser vorgeschriebenen Übungen sein muss oder ob ich mir eine heiße Badewanne volllaufen lasse, das ist die Frage. Es ist sicher nichts dagegen zu sagen, dass man Entspannung sucht, dass man auch in einem positiven Sinne meditiert. Auch da würde ich gar nichts dagegen sagen. Unter Meditation in dem Falle oder aus meiner Sicht verstehe ich, dass ich nachdenke, dass ich mal zur Ruhe komme. Ich glaube, die Ursache vieler Krankheiten heute ist Stress und dass ich unter Dauerdruck stehe, beruflich und weitere Herausforderungen, die das Leben stellt. Und da brauche ich natürlich so etwas wie Entspannung. Gott selber hat den Sabbat eingerichtet, sodass wir einen Tag in der Woche haben, wo wir wirklich einen Tag haben für Gott. Und das ist eben dann die Frage, ob ich dann mich selber suche, ob ich in der Meditation, beim Yoga eben versuche, alles auszublenden und die Ruhe irgendwie und den Frieden in mir selber suche, oder ob ich von diesem Gegenüber weiß, an das ich mich wenden kann, wo ich, in Psalm 1 heißt das so, glückselig der Mann, der
über sein Gesetz nachsinnt. Das ist im Lateinischen Meditatio, darüber nachmeditiert Tag und Nacht. Und wenn mir das Wort Gottes, seine guten Zusprüche so gegenwärtig sind, dass ich sie mir ins Bewusstsein rufen kann und darüber nachdenke, dann finde ich persönlich Frieden. Das ist für mich eine große Freude, diesen Gott mehr und mehr kennenzulernen, bei ihm auch neue Kraft zu beziehen. Also für mich ist die Frage der Philosophie und des Gottesbildes, die dahinter steckt, wenn ich Entspannung suche. Aber trotzdem nochmal, wenn ich unwissentlich etwas getan habe, was aber vom Hintergrund her vielleicht nicht gut ist, und ich wusste das aber nicht, habe ich dann Mächten, so wie Sie es nennen, oder wohlmöglich Dämonen eine Tür geöffnet, ohne dass das mein Anliegen war? Und wie würde ich das erkennen können, dass da etwas in meinem Leben ist, was mich beherrscht und was mir schadet? Ich habe mit solchen gesprochen, die also sich auf Okkultismus eingelassen haben, dann unter Verfolgung leiden, schlaflose Nächte verbringen und ähnliches mehr. Da würde ich durchaus raten, auch mal einen Seelsorger zu Rate zu ziehen. Und meine Überzeugung ist, dass Jesus Christus, der sagt, ich bin das Licht, dass er, wo er leuchtet, da, wo ich mich in seine Nähe begebe, die Dunkelheit von selbst weichen muss. Das ist physikalisch so. Und ich bin auch überzeugt, dass wenn wir uns an Jesus Christus wenden, dass da wirkliche Hilfe, einmal wie ich das vorhin gesagt habe, dass wir ihn erkennen, dass da ein echter Friede entsteht, aber auch Befreiung bei Jesus zu finden ist von Bindungen. Sie haben das ganz am Anfang so mehr oder weniger im Nebensatz angesprochen, dass Sie von Gebetsfrauen umgeben sind, die deutlich gebetet haben und Ihnen auch manchmal gesagt haben, mach das, lass das. Ja. Was kann man sich da genau drunter vorstellen? Was haben die getan? Gut, ich habe eben bei manchen Methoden einfach gesagt, ich will jetzt wissen, was wirklich gelehrt wird, also wie die Methode wirklich funktioniert. Und ich mache diese Ausbildung und habe zu den Frauen gesagt, betet für mich, dass ich entweder selber irgendwie merke, das ist was oder ist nichts, oder dass sie einfach so einen Eindruck bekommen haben oder dass sie mich immer wieder gefragt haben, du, wie sieht es denn aus, wie ist deine Beziehung zu Gott, also wie lebst du dein Leben, bringt es dich weg oder nicht? Also es ist einfach eine große Unterstützung, weil ja, wenn man dadurch einfach ein offenes Ohr für Gottes Ansicht über diese Sache einfach behält. Mhm. Beten Sie denn auch in der Behandlung für oder mit Ihren Patienten? Auch ja. Also ist natürlich schön, wenn man sowieso gerade am manuellen Behandeln ist, kann man einfach sagen, wenn Sie wollen, ich bete gern für Sie noch. Und ich das heißt, Sie tun das nicht heimlich, sondern Sie teilen das schon mit, ja, dass Sie das... Okay. Also beides, aber normalerweise, die Leute kennen meine Einstellung. Ja. Und ja, ich habe es jetzt noch nie erlebt, dass jemand Nein gesagt hat. Ja. Kann man einfach gut miteinander verbinden, weil natürlich zum Heilpraktiker gehen die meisten Leute, die schon eine lange Odyssee hinter sich haben und einen langen Leidensweg. Und wenn der Körper lange krank ist, dann ist die Seele mit der Zeit natürlich auch einfach krankt mit oder wird verletzt. Und gut, da kann, egal welche Heilkunde, natürlich nicht sehr viel wieder heilen in der Seele, sondern das kann wirklich nur unser Gott machen. Und ich habe auch früher einfach, war ich in einem christlichen Zentrum mit meiner Praxis, war ganz praktisch, weil dann konnte ich wirklich seelsorgliche Gespräche vermitteln und ich habe mich dann noch ums Körperliche gekümmert. Das wäre noch eine Frage an Sie. Viele, die sich auf solche alternativen Methoden einlassen, machen das ja nicht primär aus einer Neugierde, dass sie denken, ich muss unbedingt mal Qigong oder was auch immer gemacht haben, sondern es steckt eine viel tiefere Suche dahinter, dass sie heil werden wollen oder dass sie neues Wohlbefinden suchen oder so. Wenn ich jetzt aber identifiziere, ich möchte diese Dinge nicht tun, gibt es denn eine Alternative oder gibt es was bietet der christliche Glaube da an? Also ich glaube tatsächlich, viele haben den richtigen Durst, aber trinken an der falschen Quelle.
dass wir so eine Sehnsucht haben, das ist Fakt. Und ich lerne bei meinen Vortragstätigkeiten viele Menschen kennen, wo man deutlich den Eindruck hat, die sind auf der Suche, die sind unruhig und suchen nach dem Sinn, suchen nach Frieden und eben nach Ausgleich. Es ist ja oft auch in der Esoterik die Rede von einem inneren Gleichgewicht. Ich glaube, dass das tatsächlich, dass da schon was dran ist. Also es ist immer, auch an jeder Philosophie und Weltanschauung ist auch was Wahres dran. Das Gleichgewicht in uns ist, glaube ich, dass der Anspruch, den wir an uns selber stellen, letztendlich den Gott an uns stellt, eine gewisse Vollkommenheit, durchaus das Gute und meine Wirklichkeit oft auseinanderklaffen. Und wenn ein Mensch unter Schuld leidet, das ist etwas, was Menschen auch wirklich in die Verzweiflung treiben kann. Da sind Dinge vorgefallen, derer sie sich schämen, wo sie andere verletzt haben. Dann eine Quelle zu haben, wo ich weiß, hier wird mir vergeben und da spricht mir einer Frieden zu, wie Jesus Christus das tut. Da würde ich immer einladen, zu diesem Jesus zu kommen, der selber gesagt hat, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig, die ihr beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Und diese Ruhe, das ist ein Frieden, der, wie die Bibel auch sagt, jeden menschlichen Verstand übersteigt. Den kann man, glaube ich, nur dann erfahren, wenn man es selber erlebt hat. Das möchte ich jedem empfehlen, dass wenn man diesen Unfrieden hat und man ist vielleicht auch schon an allen möglichen unterschiedlichen Adressen gewesen, wo nirgendwo dann auch diese Ruhe zustande gekommen ist, es doch einfach mal mit Jesus zu versuchen und sich auf ihn einzulassen. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass Jesus diesen Frieden schenkt. Und ich kenne unzählige Menschen, die genau diese Erfahrung gemacht haben und nicht einen vorgespielten, sondern eine echte, tiefe Ausgeglichenheit gefunden haben. Nicht in so einem religiösen abhängig sein oder so. Ich glaube, dass auch Religion krank machen kann. Das mag sein, dass manche Zuschauer das uns dann auch sagen müssen. Also letztendlich guckt doch in eure eigenen Reihen. Das glaube ich auch, dass auch da der Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit weiterhin auseinanderklaffen kann. Dann, wenn ich immer versuche, so ein zwiespältiges Leben zu führen. Auf der einen Seite gehe ich von Gott aus, auf der anderen Seite liebe ich aber auch mein Leben, wie ich es bisher gelebt habe. Und sich dann für eine Seite zu entscheiden, es hat im Mittelalter die sogenannte Mönchskrankheit gewesen. Da war genau das. Da haben Mönche sich für den Dienst, für Gott entschieden. Aber auf der anderen Seite doch hatten sie eine Sehnsucht nach dem Leben draußen. Und die sind regelrecht krank geworden. Das äußert sich in Neurosen. Und von daher glaube ich, diese entschiedene Jesus-Nachfolge, sich ihm ganz anzuvertrauen, ist ein Weg, wo man zu dieser Ausgeglichenheit finden kann. Wenn ich eine alternative Heilmethode ausprobieren möchte, dann gehe ich in ein Heilungszentrum oder zu einem Heilpraktiker oder auch in die Volkshochschule oder so. Wenn ich diesen Jesus kennenlernen möchte, wer kann mir da bei meiner Suche weiterhelfen oder wie kann ich da ganz praktische Schritte gehen? Zum einen habe ich das Hauptwerk dieses Gottes erwähnt, das ist die Bibel. Lesen Sie in der Bibel, lesen Sie das Johannesevangelium. Da sagt Jesus, wen der Sohn Gottes frei macht, der ist wirklich frei in Johannes Kapitel 8. Und dann gibt es in vielen Orten unseres Landes bibeltreue Gemeinden, wo Menschen aktiv Jesus nachfolgen. Nicht alles, was sich christlich nennt, ist auch wirklich Christ. Aber wenn man den Eindruck bei einer Gemeinde, einer Kirche hat, hier steht auch Jesus Christus im Mittelpunkt, würde ich empfehlen, sich diesen Leuten mal anzuvertrauen oder die zumindest mal kennenzulernen. Das sind so zwei Adressen, die ich hier nennen würde. Und das war ein sehr praktisches Schlusswort. Vielen herzlichen Dank dafür. Danke für das ehrliche und offene Gespräch mit vielen guten Impulsen. Und alles Gute für Sie beide. Dankeschön. Vielen Dank auch an Sie, dass Sie zugeschaut haben. Und ich hoffe, dass für Sie wirklich gute Gedankenanstöße dabei waren. Wenn Sie sagen, da sind aber noch Fragen offen geblieben zu meinen Gästen oder auch zu diesem Markt der Möglichkeiten und wie wir gesund damit umgehen können, dann melden Sie sich gerne bei uns. Wir kommen mit Ihnen ins Gespräch und versuchen Ihnen bei Ihren Fragen weiterzuhelfen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Gottes Segen und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen.
Hautnah, Gott mitten im Leben ist für viele unserer Zuschauer nicht nur ein Sendetitel, sondern auch eine persönliche Erfahrung geworden. Gott kennenlernen, persönlich kennenlernen, ihn erfahren im Alltag. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie diese Erfahrung teilen würden und Partner werden in dieser Arbeit. Wenn Sie mehr darüber wissen möchten, dann schauen Sie nach auf unserer Internetseite neues-leben.de oder rufen Sie uns an. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.